around their idols. Also wir sind die letzten Tage sehr, sehr, sehr viel Auto gefahren. Haben durch die Seitenscheibe mehr gesehen als durch die Frontscheibe. Haben eine gute Zeit mit netten Leuten verbracht. Du, ich glaube, eine Mischung zwischen Spaß haben, aber auch was für den Alltag lernen. Du wirst von ganz einfachen Übungen immer mehr an dein Limit rangeführt und du lernst schon nach und nach mehr die Grenzbereiche deines Fahrzeugs kennen. Das Schöne ist immer diese Steigerung. Also wir haben angefangen mit Übungen, die aber nicht langweilig waren. Also es war von vorne bis jetzt immer, war es immer gefordert gewesen, hat immer ganz viel Spaß gemacht und die Geschwindigkeit ist immer höher und das ist cool. Das Tolle ist tatsächlich, dass man viel Platz hat. Das heißt, man kann wirklich ausprobieren, man kann sich steigern, man hat ganz viele verschiedene Kurse. Und ich habe heute wieder gesagt, es ist total Wahnsinn, dass wir eigentlich uns in einem Areal bewegen, aber gefühlt alle halbe Stunde auf einem komplett neuen Kurs sind. Und das ist ganz cool. Also ich glaube, am allerbesten fand ich jetzt die Nacht-Challenge. Das Nachtzeitfahren. Das Zeitfahren gestern Abend. Also das Feeling war wie ein richtiges Rennen und das ganze Flair war einfach geil. Also ich muss sagen, das war Wahnsinn. Ja, das ist eine sehr emotionale Sache, weil jetzt neben dem Fahren auch noch so das Erlebnis, das alles über Nacht zu erleben, ist schon ein Highlight.